Ladies und Gentlemen, ich freue mich ein Ast. Ich kann es nicht anders sagen. Ich sage zuerst mal guten Morgen. Es ist bei mir gerade 2:30 Uhr morgens. Das kommt davon, wenn man einen Job hat, der erst um 22 Uhr zu Ende ist. Dann kommt man halt erst mal so um 2:30, wenn man vorher noch ein paar Kleinigkeiten erledigen muss, wie zum Beispiel Geburtstag des Vaters und so. Da kommt es halt einfach dazu, dass man mal um 2:30 erst anfängt aufzunehmen. Aber okay, alles cool und gechillt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, falls ihr das bis hierher beobachtet habt. Die ersten 6 Folgen habe ich ja innerhalb von einem Tag gedreht, beziehungsweise aufgenommen. Und ich glaube, ich war da noch ordentlich nervös. Ich muss ehrlich sagen, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen einem Let's Play Together, wo du noch andere Leute dabei hast und miteinander interagieren kannst, und einem Solo-Projekt wie diesem hier. Und du bist dir nicht ganz sicher, machst du alles richtig, sagst du was Falsches, du hast Schiss davor, was Falsches zu sagen, sonst irgendwie. Also hab bitte ein bisschen Verständnis, wenn die ersten Aufnahmen jetzt noch ein bisschen katastrophal waren, auch von meiner Aussprache her. Ich gelobe Besserung. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. So, wollen wir da mal reinschauen? Ich habe mir erstmal noch einen kleinen Drink gemacht. Hammergeil, hammergeil. Ich würde jetzt gerne sagen, was ich da trinke, aber ich will jetzt keine Werbung machen. Pass auf, okay, vielleicht kommt ihr drauf. Und zwar gibt es bei den Italienern so kleine rote Fläschchen mit so einem bitteren Getränk, ja? Und dann gibt es ja ganz tolle Kräuterlikörs mit bestimmten Namen. Und wenn man dann einen Schuss Kräuterlikör in ein Glas reintut, dann so ein Fläschchen von diesem roten Zeug, wie gesagt, es ist nur ein Mini-Fläschchen, ich glaube, das ist 100 Milliliter irgendwas. Und dann das Ganze auf Eis, ja? Das ist in den letzten Tagen mein absoluter Favorit. Abends schön gemütlich hier so ein kleines, oh. Geil! Na, und ich hoffe, dass ich deswegen auch meine Nervosität ein bisschen verlieren werde. So, wo waren wir stehen geblieben? Genug zu mir. Gehen wir jetzt ans Zocken hier, ja. Also, Kupfer kommt hier ordentlich. Hier ist noch irgendwas am Erforschen. Jetzt bin ich überhaupt nicht bewusst. Die fortgeschrittene Materialverarbeitung. Zieh mal rein. Alle brauche ich noch von diesen Wissenschaftspaketen. Okay, und die Wissenschaftspakete sind hier alle noch am Laufen. Das heißt, da müsste ich ja schon wieder mittlerweile einige hier im Petto haben. Habe ich auch. Genau, das wollte ich, glaube ich, noch erforschen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Das ist immer so eine Sache. Auf jeden Fall die neue Base aufbauen. Und für die neue Base wollte ich irgendwas Besseres. Die Hochöfen, genau. Das war der letzte Stand. So, jetzt haben wir hier natürlich einen ordentlichen Kupferhaufen. Genauso wie einen ordentlichen Eisenhaufen. Und damit uns das nicht verloren geht, werde ich eventuell hier mal ein paar Boxen hinbauen. Ich glaube, das wäre gar nicht ungeschickt. Ja, mit der Verteilung können wir dann später machen, aber zumindest, dass hier ein bisschen was gespeichert wird, dass da oben der Krempel nicht umsonst läuft. Also, dann machen wir mal. Die schnellen, glaube ich, brauche ich nicht mal. Aber Zolls, die müssen jetzt einiges abarbeiten. Das ist natürlich ein kleines Problem. Das ist schön, dass man das hier aufklappen kann. Das habe ich vorher auch nicht bewusst wahrgenommen. Wieso? Ach, der muss erst einen Knickabbau-Roboter machen, damit er einen schnellen Knick an. Ja, klar, da steht es ja auch. Okidoki. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber ich brauche diese Tickets, also diese Chips hier, damit ich. Was? Die brauchen auch Knickarm-Roboter? Das ist schon ein bisschen konfus, oder? Achso, das ist ja auch ein Paket, das ist nicht einfach nur Chips, nur weil es als Chips abgebildet ist, ne? Okay, cool. So, gucken wir mal rein. Wie sieht's denn aus? Na, reinpacken. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viel. Ich glaube, das war auch das Einzige, was ich noch erforschen wollte, bevor ich dann loslegen wollte mit der anderen Base, richtig? Korrigiert mich! Geht schlecht, gell? Ja, warte. Warte. Wo war das bei T? Ich erforsche im Moment diese Geschichte. Bringt mir den Hochofen. Mit dem Hochofen gibt es eine Zweierherstellergeschwindigkeit. Brauche ich denn noch irgendwas dringend, mit dem ich starten möchte? Motor ist erstmal uninteressant. Die schnellen Fließbänder brauche ich jetzt auch nicht direkt. Da lang erstmal die kleinen. Ach Gott, guck mal, was alles gibt. Guck mal, das ist doch. Was? Das müssen wir alles nachher automatisieren. Das wird noch ordentlich Arbeit, Leute. Das wird erröglich. Kann ein Schnellleisten benutzen. Ja, die deutsche Übersetzung manchmal ein bisschen haprig, aber okay. Wir wissen, was gemeint ist, glaube ich. Knickarmroboter Stapelgrößen Bonus 2. Wenn Griff
Wenn Greifarme, oh, ja, jetzt lässt der Alkohol durch. Nee, ich habe doch gar nichts getrunken, ich bin auf null. Wenn greifarme Gegenstände von einem Behälter zum nächsten transportieren müssen, ach so, ja, können sie mehr zur gleichen Zeit bewältigen. Aber immer nur von Behälter zu Behälter. Also ich glaube nicht vom, wieso eigentlich von Behälter zu Behälter? Ist doch eigentlich Quatsch. Wer will denn von einem Behälter zum anderen? Ah, jetzt kommt dann die Ölgeschichte dann auch demnächst. Militär ist auch nicht so wichtig. Das ist dann erst interessant. Zum späteren Zeitpunkt. Okay. Einfach mal weiterbauen. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viel. Vielleicht kann man sogar die eine Charge hier mal abbauen. Die Frage ist, der baut erstmal das alles, damit er das bauen kann. Wieso baut er dann das? Ein bisschen verwirrend. Aber es wird schon irgendeinen Sinn ergeben. Okay, Leute. Ich steck in der Krise. Also ich will auf jeden Fall die schnellen Knickarmroboter hier haben. Dann könnt ihr das hier alles schon mal in Eisenkisten packen. Eisenkisten, glaube ich, ist jetzt erstmal über. Wäre ein bisschen über. Oder? Die haben doppelt so große Kapazität, ne? 32, 48. Na, doppelt nicht, aber doch einiges mehr. Die Frage ist, ist das nicht overpowered, ey? Brauchst 8 Stahlträger, 16 hast du. Das ist eine geile Sache, ne? Okay. Also, hier läuft Kohle, hier läuft Strom, hier ist alles cool, ja? Das sind drei Energieleistungen, wird ja gar nicht abgerufen. Verfügbare Leistung, volle Kanne. Ja, hier arbeitet momentan nichts. Kein Wunder. Da werde ich dann nachher ein paar Seitenarme abmachen oder dann an die verschiedenen Fabriken führen. Ja, ich weiß, ihr wollt das alles sehen, nicht, dass ich drüber laber. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal diese verbesserten Hochöfen. Vorher mache ich hier gar nichts. Wie war das eigentlich geplant, dass ich die verbesserten Hochöfen direkt hier einsetze? Leute, wie war der Plan? Sag mal was. Schmelzofen regulär. Okay. Also, jetzt müssen wir genug von diesen Dingern haben, dass das hier irgendwann fertig wird. Gut. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Das mit den Hochöfen dauert ja noch ein bisschen. Pass auf, wir haben die Knickarmroboter. Jetzt machen wir erstmal den ersten Plan. Waren zum Beispiel auch die zwei Dinger hier. Dass wir zumindest mal die Sachen hier wegholen. Ja, kannst du direkt mal drehen, den Krempel. Und ich glaube, der holt es direkt hier vom Ende. Halt, drehen. Zack. Dann. Ne, halt falsch. Hier eine. Und hier eine. Das müsste funktionieren, wenn ich mich richtig. Wenn ich mich nicht täusche. Pass auf. Warum kann ich nicht bauen? Immer noch dasselbe Problem. Ah, der Crispy ist so funny. Ist er nicht funny? Und bam. Ja, geil, oder? Aber er nimmt jetzt nur von der inneren Schiene, ja? Also nur von den zwei. Ja, aber Hauptsache nimmt, oder? Spielt das eine Rolle? Wähl mal ab. Dann mach einfach mal voll hier. Bis das voll ist, ist glaube ich schon gut. In der Zeit haben die zumindest mal wieder was zum Arbeiten. Da oben und da unten. Also hier. Weil es staut sich auch, glaube ich, schon bis zum absoluten Maximum. Hier wird jetzt wieder produziert. Allerdings nur die äußere Reihe. Das spielt ja keine Rolle im Moment, ne? Nee, noch nicht. Später vielleicht. Die Knickarmroboter lagern nicht so schnell ein, wie die Dinger hier nachproduzieren. Das ist schon krass. Also brauche ich noch eine zweite Fuhre. Okay. Pass auf, Knickarmroboter, die schnelle nochmal. Zack, zack. Und dasselbe nochmal auf die andere Seite, also ein bisschen weiter nebendran. Dann habe ich zumindest mal Material vorhanden, ja. Pass auf, einmal, zweimal. Natürlich doof, wenn du da mitfährst. So, und zack. Und zack. Jetzt brauchen wir allerdings, das ist natürlich richtig doof. Ja, für den Moment, das ist ja alles noch ausbau- und umbaufähig. Der nimmt aber. Ah, jetzt nehmen sie ab und zu auch von einer anderen Schiene. Okay, cool. Alles locker. So ein bisschen Licht. Einmal. Genau. Und hier nochmal, oder? Naja, das ist ein bisschen too much. Nee, langt. Das langt. Wenn es jetzt dunkel wird, ist cool. So, da könnt ihr schon mal einlagern, damit wir zumindest mal eine gewisse
Basis haben nachher. Okay, jetzt warten wir wirklich noch. Nee, das ist doch, also warte ich jetzt so lange. Ich könnte schon mal den Grundaufbau machen, oder? Das wäre eine Idee. Pass auf. Und zwar lauf, 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 lauf. Jetzt könnte ich im Prinzip die ganzen Fabriken doch hier entlang bauen. Aber ich will doch die Hochöfen. Na, das ist doch doof. Beziehungsweise brauche ich jetzt erstmal Hochöfen. Aus, ja genau, ich brauche hier aus Eisenplatten will ich ja Stahl herstellen. Das heißt, ein Arm in Hochofen. Ja, komm, wir können vielleicht für Stahl jetzt mal ein schnelles Ofen so machen. Und zwar, pass auf. Der holt sich aus dem Ding die Eisenplatten. Halt, Quatsch, wo ist nicht hier unten? Mal kurz anschauen. So, der holt sich das Eisen daraus. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, warte mal. Plan, 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 Sprung, Plan. Zack. Der holt sich jetzt das Eisen hier raus. Der nächste Knickarm-Roboter, der hier nebendran steht. Macht hier Stahl. Ui. Das ist natürlich schon wieder. Das fängt ja schon gut an. Ja, eigentlich ist der Plan, hier die Kohle-Ding hier abzuzweigen, hier entlang laufen zu lassen und dann die Schmelzöfen damit zu befüllen. Ja, das geht ja trotzdem, ne? Ja. Das ist ja ungefähr der Abstand, den ich auch nachher brauche. Ne, pass auf, wenn, dann machen wir den richtigen Abstand. Und zwar, die Knickarm-Roboter arbeiten direkt hier rein. Das heißt, die Kohlelinie muss im Prinzip zwei Stück weiter unten verlaufen. Okay, pass auf. Das heißt, wir machen das jetzt hier originalgetreu. Einen Platz und zack. So, pass auf, jetzt Knickarm-Roboter. Ein normaler langt. Abwählen hier das Inventar. Dann holst du von da nach da. Genau. Jetzt brauchst du Brennmaterial. Brennmaterial holst du von hier. Das wird in der Höhe passieren. Nein, 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 nein. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. Zu hoch, ne? Da muss ja noch ein Knickarmroboter rein. Genau, so wird es dann funktionieren. Ja, natürlich. Natürlich steht da gerade die Lampe. Nämlich jetzt auch, wenn ich... Ach, egal. er zweigt jetzt nichts automatisch ab. Dann muss ich jetzt wieder so einen Splitter machen. Bam, bam, bam. Können wir hier schon mal ein bisschen weiterbauen. So wird es nämlich nachher weitergehen. Ah, ich habe noch einiges. Halt, einmal abwählen, bitte. Dann kommt der Knickarm-Roboter hierher. Pass auf. So. Warte, dann muss ich das jetzt erst abbauen. Hin. Oh, ist das jetzt over oder ist das noch okay? Ne, ist alles cool. So, dann einen Knickarm-Roboter. Haben wir nicht gebraut. Machen wir alles Step by Step jetzt, einen nach dem anderen. Ein Knickarm-Roboter bitte hier befüllen. Ja, und schon wieder Stromprobleme. Pass auf. Ne, keine Probleme. Den mal weg. Dann den hierher. Ah, dahin. Das soll schon einigermaßen aussehen. So ist cool. Und jetzt kommt einer hierher. Ja, ja, der Plan wird noch. Pass auf. So, läuft. Der kriegt Feuer. Der kriegt Eisen. Was? Hier wird Stahl produziert. Aber sehr langsam. Wow, langsam. Sehr langsam. Unglaublich langsam. Sag mal. Mal kurz gucken. Aus zwei wird, glaube ich, einer. Aus vier? Ernsthaft? Zeig mal. Für den Stahlträger braucht es fünf Eisenplatten. Wow. Na, also, ne? Von wegen zu wenig Eisen nachher? Nee. Das wird richtig übel, ey. Okay, das mit dem langsamen Pass, der macht ja hier ordentlich voll. Ich glaube, der haut aber schon einiges selber raus. Ich glaube sogar, dass die Ding mittlerweile... Guck mal, die kommen schon immer nach. Die kommen jetzt schon immer nach, ey. Ja gut, die kaufen alles ab. Okay, alles cool. Stahlträger passt. Und dann haust du mir bitte die Stahlträger am geschicktesten
Wieder erstmal in eine Box oder in auf ein zweites Fließband? Ja, erstmal eine Box. Und zwar hätte ich jetzt gerne Stahlbox, wenn es geht. Das geht aber erst, wenn ich mir die Stahlträger hier rausklaue. Ja, die kosten viel zu viel, gell? Ja, ich brauche 8 Stück. Das dauert jetzt. Solche Stahlbox? Ja, ich mache eine Stahlkiste auf jeden Fall. Also warten wir noch kurz auf die Stahlkiste. Dann wird das Ganze herausgenommen. Da langt auch wieder so ein langsames Vieh. Von dem Ding. Das geht sogar hier, cool. Sieht aber ein bisschen doof aus, oder? Ah, komm, nee, ist ja schon. Oh, ist ja gosch. So, nimmt von da, genau, dahin. Und da kommt jetzt gleich auch eine Stahlkiste hin. So, wie sieht's aus? Ja, komm, komm. Also, wollen wir es mal nicht übertreiben. Wir sehen ja, wie langsam das geht mit den Stahlträgern. Ne? Also insofern brauchen wir keine Hoffnung zu machen, dass das Ding ruckzuck vorläuft. Da muss schon einiges passieren. Definitiv. So, packen wir mal kurz hier rüber. Brauchen wir jetzt im Moment erstmal nicht. Der holt immer mal wieder Cola, wenn er sie braucht. Okay, passt. Wow, was ist hier los? Da kommt mir viel zu wenig an. Ja, vorher hat es sich ja gestaut. Ich muss mal nachschauen. Das ist aber jetzt wirklich extrem wenig, was hier ankommt. Warum ist das so? Die kriegen doch automatisch Kohle da unten. Brutal, ne? Alles cool. Kohle ist voll, aber jetzt ist genau das eingetroffen, was es ist schon zu wenig. Es sind schon zu wenig Brennöfen. Deswegen, ich brauche jetzt den Hochofen. Unbedingt. Wie sieht's denn aus? Ich weiß gerade nicht, wie ist denn der Stand? 50 brauchte ich. Aber die habe ich doch locker gehabt. Ich will die Hochöfen als nächstes haben, damit wir 2 produzieren. Dann kann man den nämlich direkt überbauen. Beobachte mal kurz den Balken hier oben. Ich laufe schon mal hoch. Vielleicht brauche ich tatsächlich noch ein paar Pakete. Oha. Nö, müsste lang. Aber geht unglaublich langsam. Ja, man kann nachher natürlich mehrere Labore bauen und so weiter. Das machen wir dann auch noch. Dann geht die Geschichte natürlich reichlich schneller. Okay, trinken wir mal einen Schluck. Hm. Roter Kräuterlikör. So geil. Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, hier noch 5-6 Hochöfen zu bauen im Endeffekt. Und dann geht es zwar schneller mit der Produktion, aber dann ersetze ich durch das andere Teil und das kann man auch alles direkt machen. Ne? Das ist ja ein bisschen... Ja, komm. Was soll's. Das heißt, ich muss halt so viel von den scheiß Robotern da bauen jetzt. Die ich nachher gar nicht brauche eigentlich, wenn das Ganze schnell genug läuft. Ich glaube, dann kann ich mit 4 hier ordentlich was reißen. Nee, komm, mach jetzt, ey. Ach Gott, guck mal, wie lange das noch dauert. Bis dahin habe ich die Maschinerie fertig. Okay, also, ihr habt mich überredet. Ihr seid schuld. Wo ist denn jetzt der Krempel, wo ich brauche? Da fehlen mir aber Steine. Ja, da fehlen mir Steine. Warte mal, was brauche ich denn nachher für die Hochöfen? Ziegelsteine. Ah, so. Warte mal. Pass mal auf. Wo waren meine Box mit den Steinen? Ich muss nämlich direkt die Steine in den... Oh, habe ich Kohle bei? Ja, habe ich. Ich muss nämlich direkt die Steine auch in den Hochofen packen, damit ich... Brutal, ha? Also... Boah, das ist ja... Scheiße. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich muss jetzt nochmal... einen Hochofen bauen, wo ich die ganzen Steine rein tue. Pass auf. Machen wir es halt. Was soll's. Jetzt mal ganz, ganz billig. Kiste. Pass auf. Kiste, Steine rein. Hochofen. Ja, ja, schon klar, schon klar. Ihr braucht nichts sagen. Hochofen bitte. Zack. Also Schmelzofen in dem Fall noch. Zack. Ja, ein Abstand, genau. Zack. Jetzt bitte Energie. Dann bitte 2 Armleuchter, hätte ich beinahe gesagt. Knickarme. Bitte da rein. Bitte da raus. Bitte hier rein.
Und? Jawohl, genau, das brauchen wir nachher für die anderen. Ja, muss ich halt jetzt manuell mal kurz machen, was soll's. Okay. Wie viel? Drei oder vier Ziegelsteine dafür? Okay, krass. Also drei bis vier Steine für einen Ziegelstein. Okay, die brauchen wir halt nachher. Tja, jetzt haben wir wieder so viel Zeit, Ziegelsteine zu machen, Verblendenbad. Dass man im Prinzip jetzt das. Okay, wir brauchen nachher eh noch mehr Hochöfen. Also, gehen wir her. 1, 2, 3. Für hier würde ich sagen. Oder auf jeden Fall 2. Und unten auch mindestens nochmal 2. Weil ihr seht ja, das ist ja lückenmäßig eine absolute Katastrophe. Ich glaube, da unten die Ärmchen haben schon nichts mehr zu tun, weil sie so schnell sind. Ah, ist das geil irgendwie. So, aber so. Also, Abstand einmal. Abstand einmal. Ja, wo kriege ich jetzt die Kohle her? Achso, ich habe ja gesagt, ich könnte das jetzt im Prinzip. Wie war denn da der Plan? Ich könnte hier jetzt schon einen Verteiler reinmachen, der hier entlang läuft, ne? Oder wie wollt ihr es machen? Ich glaube, das ist das Geschickteste. Und ich glaube, diesmal setze ich den Verteiler direkt weiter unten an. Okay. Verteiler bitte. Das ist jetzt mein erstes. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, das ist mein erstes Ding hier. Das wird irgendwann mal beim zweiten Mal oder so wird es definitiv direkt besser. Aber fürs erste Mal verzweifelt einfach mit mir. Ich kann es dann anders sagen. Verzweifelt doch einfach mal mit mir. Ich glaube, keiner hat dieses Spiel von Anfang an perfekt gespielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Welche Line? Direkt? Ja, alles klar. Nach oben. Und. Whoops! Das ist natürlich jetzt wieder voll abgedriftet. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Läuft das übereinander oder nicht? Müsste, oder? Ich denke schon. Okay, cool.